Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Tech News. Ich hoffe, es geht euch gut und dass ihr gut ins Wochenende rutscht. Aber vorher gibt es noch mal ein bisschen verspätet die neuesten technischen Neuheiten. Starten wir erstmal mit dem Lenovo Legion Go. Und das ist ja quasi der neue Handheld, den Lenovo jetzt in Konkurrenz zum Asus ROG Ally und zum Steam Deck rausbringt. Und das Ding hat es ganz schön in sich. Nicht nur, dass ihr verschiedene Strommodi habt sozusagen, sondern auch noch wirklich einiges an Features, die noch oben drauf kommen. Unter anderem könnt ihr zum Beispiel bis zu 30 Watt am Netzteil ziehen. Und das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Mit dem Akku sind es noch 25 Watt. Aber auch 20, 15 und 8 Watt sind möglich und wenn euch das immer noch nicht reicht, dann könnt ihr immer noch einen individuellen Wert bestimmen. Wo das denn hingehen wird, das werden wir dann sehen, wenn die ersten Tests rauskommen. Außerdem gibt es einen kleinen Nachteil zum Asus ROG Ally, denn AMD FreeSync wird nicht unterstützt. Also die variable Refresh Rate wird trotz 144 Hz Display nicht angesprochen. Das ist sehr schade, denn es spart erstens Energie und zweitens sieht es auch besser aus. Bei dem Display gibt es genau zwei Modi, und zwar einmal 60 Hz und einmal 144 Hz. Und ihr müsst euch entscheiden. Das Ding ist aber, die 144 Hertz, die werden wahrscheinlich nicht viel bringen, denn ja, die Leistung reicht dafür einfach nicht aus, außer ihr spielt vielleicht Quake von 1997 oder so. Aber es ist schon eine eigenartige Entscheidung, die Lenovo da getroffen hat. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall eine richtig schöne Sache, bis auf das Gewicht, denn mit 854 Gramm tragt ihr bald einen Kilo an Handheld mit euch rum. Ey, weiß jetzt nicht so, ob das so gut ist, meines Erachtens nach. Weiter geht es mit Asus. Die haben jetzt nämlich ihren offiziellen GC High Power Anschluss vorgestellt und den haben wir ja vor kurzem schon auf einem Asus Mainboard mit einer 4070 gesehen, die extra dafür umgebaut wurde. Und die wird direkt über diesen Anschluss versorgt, ohne dass ein externes Kabel ran muss oder ähnliches. Weil der damalige Anschluss noch auf 200 Watt begrenzt, gibt es jetzt den neuen Anschluss mit bis zu 600 Watt. Und Asus versucht das jetzt auch ein bisschen durchzuziehen, denn andere Hersteller haben jetzt auch Interesse daran gezeigt, aber es bringt natürlich auch einige Nachteile mit sich. Erstens, man kann nur eine Grafikkarte in den Rechner reinbauen, denn die Mainboard-Hersteller werden nicht mehrere Grafikkarten da in den Rechner reinstecken. Zweitens, das Problem ist, die Grafikkarten müssen dann immer eine Mindestlänge haben oder zumindest irgendein Adapterkabel, was euch dann doch wieder ein Kabel in dem Rechner beschert. Und drittens, die Mainboards werden tendenziell auch teurer, denn bis zu 600 Watt können durch diesen Anschluss gejagt werden, also wie bei dem 12-Pin-High-Power-Connector. Und ja, dafür braucht man dann halt auch immer hochwertige Komponenten, wenn man diesen Anschluss denn verbaut. Also es könnte sein, dass das eher erstmal ein Premium-Feature wird und dann später noch weiter ausgebaut wird auf günstigere Hardware. Aber gut, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich finde den Ansatz ganz nice. Und umso weniger Kabel im Rechner sind, umso cleaner sieht es ja dann am Ende auch aus. Wir kommen zur AMD Radeon RX 7800 XT. Und wie sich schon in den letzten Wochen und Monaten angedeutet hat, RDNA 3 scheint jetzt nicht so der Riesenwurf zu sein, wie man am Anfang vermutet hat. Nicht nur, dass die APUs teilweise 10-12% mehr Leistung haben als der direkte Vorgänger, auch die größeren Karten tun sich schwer, RDNA 2 abzuhängen. Auch wenn wir jetzt natürlich ein paar neue schöne Features mit dabei haben, wie zum Beispiel DisplayPort 2.1 und so weiter. Aber kommen wir erstmal zu den aktuellen Benchmark-Werten, die jetzt rumgehen von der 7800 XT, denn die ist tatsächlich so 1% langsamer oder schneller als die 6800 XT und das im 3D-Mark Timespy GPU Benchmark. Während die 6800 XT mit den neuen Tests 19.227 Punkte erreicht hat, schafft es die 7800 XT auf 19.000 Punkte. Also das können natürlich Messungenauigkeiten sein, aber die Geschwindigkeit sollte ungefähr identisch sein. Damit ist sie natürlich wesentlich schneller als eine 4070 mit 17.839 Punkten, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen ernüchtert. Und das nächste Ding ist, dass die 7800 XT erstmal auf das Preisniveau der 6800 XT kommen muss. Denn die 6800 XT
ist günstiger momentan als die 7800 XT für den angepeilten Preis zu bekommen. Denn die liegt bei knapp 539 Euro laut Geizhals und die 7800 XT wird 549 Euro zum Launch kosten. Also hier werden wir wahrscheinlich auch wieder schnell einen Preisverfall sehen. Wer sich da schon ein bisschen besser macht, ist tatsächlich die AMD Radeon 7700 XT, denn die wird, ja, die 4060 Ti um einiges abhängen. Die schafft nämlich knapp 17.000 Punkte im 3D-Mark und liegt damit nur knapp unter einer RTX 4070. Und das ist auf jeden Fall mal eine stolze Anzahl. AMD hat außerdem bestätigt, dass die 7800 XT und die 7700 XT ursprünglich mit dem 12-Volt High-Power-Anschluss ausgestattet sein sollten. Man hat es dann aber in letzter Instanz doch verworfen. Vielleicht ist es besser so. Aber nicht nur auf dem GPU-Markt hat AMD jetzt einiges zu bieten, sondern auch, sagen wir mal, die einigermaßen bezahlbare Threadripper-CPU. Denn der 7975WX kommt mit gerade mal 32 Cores und hat damit 64 Threads. Und damit ist es quasi, ja, schon die eher taugliche GPU, sage ich mal, die man sich vielleicht auf ein höher getaktetes System setzt, während der die mit 96 und 64 Kernen denn doch fast unbezahlbar sind. Und das finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Gibt es jetzt schon den ersten Dell Workstations und die erreichen 4 GHz Grundtakt auf 32 Kerne und bis zu 5,3 GHz auf den Boost-Kernen. Und das ist eine ganz ordentliche Leistung für 32 Kerne. Damit kann man auch durchaus zocken. Also das sollte auf jeden Fall genug Takt sein. 350 Watt TDP müsst ihr allerdings für diesen Prozessor einrechnen. Also ich sag's mal so, ein Sparprojekt wird das natürlich nicht. Auch nicht in Sachen Stromverbrauch. Tja, haben wir die letzten News immer darüber gesprochen, dass AMD sich bei sämtlichen Unternehmen jetzt richtig schön Potte macht. So zum Beispiel bei Tesla gibt es jetzt auch noch einen Mitstreiter direkt aus der eigenen Reihen. Denn Nvidia hat den neuesten Tesla Supercomputer befeuert, denn Tesla will ja unbedingt das autonome Fahren auf die Straßen bringen und dafür braucht es halt viel Rechenleistung erstmal in der Forschung. Und der neueste Tesla Supercomputer ist mit 10.000 H100 GPUs von Nvidia ausgestattet. Und ja, da wundert es mich nicht, dass Nvidia definitiv richtig, richtig viel Kohle gemacht hat im letzten Quartal. Tja, mit den großen Firmen ist es eigentlich schon vorbei. Mal sehen, was jetzt zu Weihnachten kommt. Aber es gibt trotzdem noch ein paar schön interessante Themen. Samsung hat nämlich jetzt bestätigt, dass der GDDR7-Speicher nun fertiggestellt ist in den Spezifikationen beziehungsweise auch schon Rollout fertig ist und man es wahrscheinlich im Zusammenhang mit Nvidia schon testen wird. Es könnte also sein, dass die RTX 5000 Karten schon mit GDDR7-Speicher kommen und da kommt noch mal einiges an Bandbreite oben drauf. Genauso wie bei den neuen 32 Gigabit DDR5 Modulen. Samsung hat nämlich vor SK Hynix und Micron die Module, ja, vorgestellt im Grunde genommen und ja, die eine Quelle berichtet von 128 GB auf einem Modul, während die andere Quelle sogar mit bis zu 1 TB in Servermodulen spricht. Und auf einem RAM-Modul 1 TB RAM zu haben, ist nice. Braucht man wahrscheinlich aber auch nur für Server. Weil ich sag mal so, ich habe 64 GB im Speicher und ich weiß noch nicht mal, wann ich die ausreizen soll. Und ich habe die auch nur gekauft, weil sie momentan so günstig sind. Wer weiß. Übrigens, günstig, wenn ihr mal unten in den Link guckt, dann findet ihr einen Geizhals-Link. Da könnt ihr dann auch mal RAM-Module vergleichen und vielleicht sogar die günstigsten kaufen. Weiter geht es mit Apple und die Headline war: Apple stellt Support ein. Das ist natürlich totaler Bullshit. Ich kläre euch hier kurz auf, denn der Apple-Kundensupport zieht sich von Social Media zurück. Ja, das ist schade, aber das machen viele Unternehmen mittlerweile. Ich kann mir auch vorstellen, warum. Weil der Umgangston auf Social Media halt ein bisschen belastend ist auf Dauer. Aber gut, so ist es halt, denn Apple wird jetzt bald da den Support einstellen. Das heißt, ihr werdet es nur noch übers offizielle Protokoll kriegen. Das ist schade, aber auch irgendwie verständlich. Zu guter Letzt haben wir noch OneMove und das sind ja die E-Bike-Hersteller, die diese stylischen E-Bikes mit integrierten Akku machen und so weiter und so fort, die aber nur mit App funktionieren. Jetzt hatten viele Leute Angst, dass ihre OneMove-Räder bald nicht mehr laufen werden.
Und was soll man sagen? OneMove wurde jetzt aufgekauft und zwar von Lavoie, einer Tochtergesellschaft von McLaren. Und die wollen jetzt mit OneMove das Ganze nochmal neu aufziehen. Es wird keine dedizierten Stores mehr geben. Ihr bekommt den ganz normalen Fahrradläden. Das finde ich schon mal cool. Ich habe nämlich so einen Store noch nie gesehen und mich interessieren die Dinger jetzt schon. Und zu guter Letzt haben wir noch eine neue Akkutechnik und zwar von Bosch für E-Autos, denn Bosch fängt jetzt auch mit der Produktion der 800 Volt Technik an. Das heißt, es wird zum Standard, dass wir E-Autos super schnell laden können und das ist doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. So, das war es dann allerdings auch schon mit der Tech News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Kanalabo da oder vielleicht sogar eine Mitgliedschaft und verpasst nichts auf dem Weg zu 10.000 Abonnenten. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.